Liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, ich bin CoreLP100, der mit der Zeiten dran. Ich will euch herzlich willkommen heißen zurück zu The Last of Us. Wir sind in einem Hotel angekommen, was auch immer wir hier vorhaben. Eigentlich müssen wir es bloß durchqueren, weil wir ja zu unserer tollen Brücke wollen, die schön gelb ist. Die Signalfarbe. Und naja, das Hotel sieht nicht sehr vertrauenserweckend aus, was seine Konstruktion angeht. Zumindest nicht mehr. Schauen wir mal, was da draußen wird. Dieses Hotel kenne ich, muss ich ehrlich sagen, aus der E3-Präsentation, die damals als allererstes gezeigt wurde vom Spiel. Also viele werden das hier kennen. Und das war damals so geil, dass er das Spiel verkauft. Sagen wir es mal, wie es ist. Ne? Irgendwann kann ein Spiel, hat es immer die Chance von vornherein irgendwas zu machen, was es hunderttausendfach verkauft. Und damals waren hier Feinde. Oh shit. Geh da, geh da. I bet you're not. We done here? We got on the floor to check, man. Check for what? I ain't seen a clicker in weeks. That's because we're thorough. We're gonna keep being thorough. Let's wrap this up, right? Alright, whatever. Geh vom Fenster weg. Okay, gut. Der checkt einen Stock. Was auch immer das uns sagen soll. Oh! Schon gut, mach mir nicht so viel Angst hier, Junge. Und der gehört uns. Komm schon. Mach keine Dummheit, mach keine Dummheit. Look, buddy, don't do anything stupid now. Komm schon, komm schon. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wir werden gesehen, wir werden gesehen, wir werden gesehen, wir werden gesehen. Nee, wir werden nicht gesehen. Yay! Ellie, guck halt nicht immer so hin, wenn ich jemanden töte. Das, du wirst später mal ganz schlimm auf dem Schulhof werden. Hallo? Dreh dich weg. Dreh dich weg. Dreh dich weg. Hier hinten ist nichts. Hier hinten ist absolut nichts. Du kannst dich einfach wegdrehen von uns. Er dreht sich nicht mehr weg. Der bleibt für immer da so stehen. Der ist echt zu dämlich. Alter Schwede, wir gehen einfach mal vorbei. Vielleicht sieht er uns ja nicht. Nee, er sieht uns nicht. Wir waren zwei weg. Yay! So hoffe ich das halt. Okay, sind wir hier? Sind wir hier sicher? Ist hier irgendwas? Nee. Oh, aber das ist ja gut. Wenn wir nachher entdeckt werden, kann ich mich hierher zurückziehen. Hinter uns kann keiner kommen. Und dann können wir hier aus der Deckung raus alle kaputt machen. Kaputt machen. So nennen wir das, weil wir Imbar sind. So, stehst du jetzt da hinten immer noch? Ja, der steht jetzt für immer da hinten. Wir haben verloren. Shit. Mann, was machen wir mit dir da jetzt? Geh halt. Okay. Wir machen's. Nee, das macht so viel Lärm. Du hättest doch einfach dich von uns wegdrehen können. Hier ist keiner, hier ist keiner, hier ist keiner. Alter, komm schnell her, komm her, komm her. Sie kommen, sie kommen, sie kommen. Stick your head out, I dare you. Ellie, wo ist der andere? Ellie. Okay, ganz weit weg von uns, ganz weit weg von uns. Der ist ganz weit weg von uns. Da links, ich hab da rechts einen gesehen. Drück mal uns hier! Komm schon, komm schon! Okay, 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 ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Wir schleichen uns jetzt einfach an den... Ach, das ist Ellie, okay. Oh, da ist der Nächste. Wir müssen gehen, Ellie. Komm, 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 komm. Wir müssen gehen. Dann sieht uns der Typ auch nicht.
Hier ist keiner, hier ist keiner. Okay, okay. Ist hier hinten was? Ist hier hinten was? Ach, dass diese ganzen Korridore auch irgendwie in Sackgassen enden. Unglaublich. Okay, der kommt auf jeden Fall nicht ins obere Stockwerk. Jetzt haben wir noch da vorne, sehe ich einen. Ganz ruhig, wir schaffen das, wir schaffen das. Hier wird uns niemand gefährlich. Wir sind viel zu stark, um dass uns irgendjemand gefährlich wird. Okay, okay. Okay. Keine Dummheiten. Komm her. Okay, wir sind jetzt einfach mal wieder ein bisschen aggressiver. Es tut mir echt leid, ich muss dich, aber ihr gebt mir auf den Sack, wenn ich euch am Leben lasse. Das geht auf keine Wurst, echt nicht. Mann, aber schöne Hotelzimmer hier, riesengroß. Die lohnen sich ja eigentlich schon, wenn hier nicht alles eh schon in den Binsen wäre. Kommst du jetzt hier rein? Ja, der kommt. Nein, kommt er nicht. Oh, da ist der nächste. Kommt der hier rein? Nee, der kommt auch nicht hier rein. Die gehen halt. Oh, jetzt kommt von da hinten noch einer. Oh, vorsichtig, Kinder, vorsichtig. Oh, Gott. Oh, Alter! Oh, jetzt du noch. Nee. Nein! Nein! Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot! Ich bin tot. Shit, wo kamen die denn alle her? Wahrscheinlich bin ich heute einfach nur echt nicht in der Lage, dieses Spiel so zu spielen, wie man spielen soll. Boah, da. Oh, seht ihr, ich renne schon wieder in den nächsten rein. Alter Schwede, was ist denn heute. Ellie, muss mich auch verstecken irgendwo, ne? Okay, sterbt einfach. Oh mein Gott, Kinder. Was? War die Tür schon immer? Ach so, das war jetzt. Ach so, jetzt sind wir gleich hier in der Seite rein. Kommt von hinten einer? Nee, Ellie, von hinten kommt keiner. Ich glaube, hier ist keine mehr, oder? Sind hier noch welche? Ich sehe keine. Okay, okay, wir gehen jetzt ab. Alter, wie ich das einfach gesehen habe. Let's just be cool, man. Take it easy. Take it easy. Let's just be cool. Ich zeig dir gleich hier, let's just be cool. Okay, da ist keiner. Oh mein Gott, das ist so krass. Oh, hier wäre Sonnenlicht. Ich will ins Sonnenlicht. Oh, oh, Alter. Wenn du einfach hinter der Wand ausweichst. Oh, ist dafür dein Schädel. Alter Schwede, was ist hier los? Die sieht aus wie ein Zombie. Oh, da will man sich mal um. Ellie, Ellie, Ellie. Na, was ist los? Ha? Easy. Komm schon, hier durch, hier durch, hier durch. Hier sind wir in Sicherheit. Hier durch sind wir in Sicherheit. Nein, sind wir nicht. Was? Son of a bitch? Hier ist ja gar keiner.
Wer hat mich jetzt Son of a Bitch genannt? Hey, du hier unten? Müssen wir hier wieder raus? Ist hier jemand drin? Oh mein Gott, Kinder! Let's do this! Leg dich nicht mit Joel und Ellie an, Mann. Und ich habe schon wieder die Orientierung verloren. Oh, krass. Da geht's raus. Sag mir jetzt nicht, dass es der Ort, an dem wir reingekommen sind. Nee, der sah irgendwie anders aus, oder? Binden wir uns kurz. Ellie, wo bist du? Kannst du nicht immer einfach... Das ist der Ort, an dem wir reingekommen... Was? Alter, nein! Okay. Okay, ist geritzt, die Sache. Ich habe offiziell heute absolut den Helm auf, was dieses Spiel angeht. Wolltest du mich schlagen? Ich soll dich gehen lassen? Ich soll dich gehen lassen? Ellie, guck dir das genau an. Meine Fresse, ey. Ellie geht aufwärts? Ellie geht aufwärts, weil keine Gegner mehr da sind? Ellie weiß den Weg durchs Hotel? Ellie macht irgendwas? Ellie? Ellie, weißt du, wo es lang... Ach so, na dann, Ellie, gib doch mal den Weg an. Ja, wenn du weißt, wo es lang geht. Ach so. Wie wir auch gleich in das Stockwerk hier hitten konnten, ne? Wir sind durchs ganze untere Stockwerk gelaufen, mussten wieder alle umlegen. Wenn wir einfach hier hätten hochklettern können, wo wir dann rückwärts... Ach, naja, was soll man dazu noch sagen? Sind hier noch Gegners? Nee. Obwohl, man kann sich nie zu sicher sein. Jo, das hast du schon bemerkt, Ellie, dass es hier ganz schrecklich ist. Okay, weiter geht's. Ganz ruhig. Ich glaube ja. Ellie? Ellie? Och, Wahnsinn. Dieses Mädchen. Macht heute aber auch nicht das, was sie soll. Wo bist du denn? Ach, da hinten steht sie. Sollen wir uns das jetzt zusammen angucken da, oder was? Ach so. I guess they took the easy way out, huh? Well, it ain't easy. For many, it was better than letting a clicker or a hunter do it for him. Trust me, it ain't easy. Hm. Ja, das ist trotzdem behindert, muss ich sagen. Aber gut. Ich meine, wir können uns ja alle nicht so richtig in die Lage versetzen, wie es denn ist. Wie würde man handeln, ne? Es gibt ja viele Sachen im Leben, wo man von sich selbst überzeugt ist, zu wissen, wie man handeln würde, wäre man in einer dieser Situationen. Aber ich glaube, bei psychischen Extremsituationen, die es ja allerhand in diesem Spiel gibt, kann kein Mensch von sich vorher sagen, wie er handelt. Es sei denn, er war schon oft in verschiedenen Extremsituationen und kann daher mit Sicherheit sagen, ja, da habe ich es so gemacht und so würde ich es wieder machen. Aber wie gesagt, ich glaube, sowas kommt nicht einfach so. Ellie, Ellie? Die steht immer noch da hinten in dem Badezimmer rum. Ellie, ich schleiche jetzt mal... Was? Da war doch dieses Klingenzeichen. Oh, hier geht's ja auch raus. What? Sind wir hier richtig? Hier geht's auch durch so ein vermaledeites Fenster wieder rein. Diese ganzen Schleichwege hier, muss sich erstmal jemand auskennen. Liebe, liebe Leute. Okay. In welche Richtung ist die Brücke? Können wir die von hier sehen? Hier ist sie auf keinen Fall. Ist sie da hinten? Nö, Brücke ist unsichtbar. Ellie, du müsstest jetzt echt, anstatt da hinten in dem Badezimmer zu stehen und dich irgendwie zu ärgern oder so, mir nach... Renne ich gerade irgendwas? Mein Ziegelstein. Hm. Das wäre Heilung. Hier ist was in der Schublade. In der Schublade.
Ich habe gedacht, da lag ein Knüppel. Schade. Ich habe absolut keinen Plan, wo ich hin muss. Kinder. Das gibt's doch nicht. Hier ist einer gestorben. Hier ist ein Treppenhaus. Noch ein Stockwerk nach oben. Noch ein Stockwerk nach oben. Ellie, wo bist du? Ellie, ich habe einen Aufzug gefunden. Yay! Oh mein Gott. Ach, den nehmen wir jetzt noch. Den Part mache ich überlang. Komm schon. Ellie, wo bist du eigentlich, Ellie? Stehst du immer noch unten in dem Badezimmer, weil du so schockiert bist? Rocks! So. Let's see where this goes. Auf einem Aufzug. Hallo, Ellie. Schön, dass du die Tür zu machst. Just in case. It's gonna be a tight fit, but come on. Okay. Na, den sehe ich doch fast schon kommen. Na, 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 na. Ganz ruhig. Komm, Ellie, du zuerst. Ach du Scheiße. I'm all right. Are you okay? No! You scared the shit out of me. Oh, da ist ein Auto gewesen. War das ein Auto? Das wäre ja der Hammer gewesen, dass da echt ein Auto runter. No! Okay. Nein, du kommst nicht runter. Stay out there. I'll make my way up to you. Na, hoffentlich tun hier unten nicht auch Leute rum. I'll try. Okay, okay, okay. Liebe Leute, virtueller Zeitverschwendung. Ah, na zum Glück ist das da. Seht ihr das? Jetzt ist die Wasser. Ja, zum Glück ist die Lampe darunter gefallen. Sehen wir unten, dass da der Weg ist. Wir müssen tauchen. Liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, das war der Part. The Last of Us. Wir kommen endlich mal wieder ein bisschen vorwärts. Ich bin heute orientierungsschwach, muss ich sagen. Muss jetzt aber auch sagen, ich werde die Session jetzt einfach beenden. Sowas muss man halt dann machen. Und werde morgen weiterspielen. Dann mit frischem Fokus und frischem Tatendrang. The Last of Us. Ich bin CoreLP100, der mit der Zahl hinten dran. Schaltet wieder ein, wenn es hier weitergeht. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Könnt ihr mir auch sagen, ob es euch ein bisschen gefallen hat. Ich sage auf jeden Fall mal Tschüss und bis dann.